bei der Frage, wie man die Umwelt gut schützen kann, geht es auch sehr viel um Müll und was für Müll so anfällt. Bei mir zu Hause zum Beispiel ist das so, durch die Mülltrennung fällt mir immer mehr auf, dass eigentlich der meiste Müll so Plastikverpackungsmüll ist, weil es ist so ein bisschen Biomüll, kommt im Bioeimer, ein bisschen Altpapier, ein bisschen Glas, ein bisschen Restmüll und das allermeiste ist eigentlich immer Plastik und Verpackungsmüll. Und wir fragen uns, wie viel das eigentlich ist und haben gesagt, okay, wir tracken das jetzt mal. Und bei mir zu Hause tracken wir das im Moment mit einem Zettel am Kühlschrank und einem Bleistift und schreiben das einfach auf. Aber hier sind wir ja bei Jugendhakt. Bei uns ist das zu Hause Steinzeit. Hier wird das mit technischen Lösungen aus der Zukunft angegangen, diese Frage. Und wie man eigentlich den Verpackungsmüll besser tracken kann, das erklären uns jetzt Henning, Fabian und Daniel mit dem Projekt Wrapper. Einen ganz herzlichen Applaus. Ja, wir haben das Projekt Wrapper dieses Wochenende entwickelt und wie schon erwähnt, das Problem, was wir gesehen haben, ist eben der Plastikmüll, von dem wir alle unglaublich viel produzieren. Uns ist das auch allen irgendwie klar, dass wir unglaublich viel davon produzieren, aber was halt dem meisten nicht so klar ist, ist, wie umweltschädlich das jetzt genau ist. Wir alle wissen, so ein Knoppers essen und das Papier dann auf die Straße werfen, ist es nicht gut. Aber was genau hat das für einen Effekt und vor allem, wie ist das vergleichbar zu anderen Aktionen? Und wir wollen den User dafür sensibilisieren, indem wir ihm eben zeigen, wie umweltschädlich die einzelnen Verpackungsmaterialien, die gerade beim Konsum eben anfallen, sind und dadurch eben einen guten Vergleich bieten können. Wie genau wir das machen, das erzählt Henning. Genau, auf der Benutzerseite haben wir eine React-Web-App. Der Benutzer fotografiert dann sein Essen und das wird dann in unserem Backend analysiert und man erhält einen dementsprechenden Score. Knoppers sind zum Beispiel nicht sehr umweltfreundlich. Jedes einzelne Waffel ist eben einzeln verpackt. Als absolutes Positivbeispiel wäre zum Beispiel ein Apfel. Idealer geht es eigentlich gar nicht. Und wie wir das genau im Backend vorhatten, erklärt uns Daniel. Genau, als Technologie-Stack hatten wir, wie auch die Gruppe, zwei vor uns, Django und Python im Backend, haben das noch mit Celery aufgehübscht, hatten dann ein extrem robustes Backend und ein Frontend in React. Aber jetzt kommen wir zu den Dingen, die uns Probleme gemacht haben. Machine Learning. Das ist ein Begriff, den man sehr gerne so durch die Gegend werfen kann und den man auch eigentlich ein paar Mal bei Jugendtech-Projekten gesehen hat. Allerdings gibt es ein Problem an Machine Learning. Machine Learning braucht Daten, also nicht nur so ein bisschen Daten, auch nicht irgendwie so ein paar Gigabyte Daten, sondern wirklich richtig viele Daten. Je spezifischer das Problem wird, desto mehr spezifische Daten braucht man. Das Ding ist, man braucht jetzt nicht nur so irgendwie eine Kollektion aus Bildern, die man so in der Umwelt schießt, sondern man braucht dazu auch noch Label, weil die Maschine muss ja wissen, was das Richtige dazu ist, um sich von da aus weiterzuentwickeln. Offene Datensätze gibt es zwar und es gibt auch viele offene, vortrainierte Datensets von Leuten, die auch wissen, was sie da tun. Allerdings sind die natürlich sehr generisch gehalten. So, das führt dann dazu, dass man damit nur sehr offene Probleme tackeln kann, wenn man jetzt zum Beispiel ein Bild macht, dann kann man da Personen erkennen oder ein Auto oder so. Allerdings wollen wir Verpackungen von verschiedenen Nahrungsmitteln finden und das ist ein sehr, sehr spezifisches Problem. Und insbesondere ist das nicht an einem Wochenende möglich, denn um so viel Machine Learning zu machen, braucht man auch sehr, sehr große Maschinen, die dann dementsprechend auch noch so GPUs haben. Ist eine komplizierte Geschichte. Karl hat uns erzählt, dass Statistik für Leute, dass Machine Learning Statistik für Leute ist, die nicht wissen, was Statistik ist. Und das fanden wir sehr treffend. Wir haben zwar ein sehr tolles, robustes Backend gebaut, aber dann ist uns später aufgefallen, dass wir das eigentlich gar nicht hinkriegen mit dem Machine Learning Modul und haben daher einfach das mit Kategorien gemacht. Wir hätten euch auch eine Live-Demo gezeigt, wenn nicht 10 Minuten vorher jetzt Keras abgeschmiert wäre und TensorFlow nicht mehr funktionieren würde. Naja, wir haben aber viel daraus gelernt. Vielen Dank. Auch nicht ganz untypisch, habe ich schon häufiger gehört, dass man bei so einem Jugendhack-Projekt die Idee noch ein paar Mal umschmeißt, Gruppen kommen zusammen oder die Idee ändert sich im Laufe des Wochenendes. Mich würde jetzt mal interessieren, als ihr angefangen habt am Freitagabend, hattet ihr da eher Bock auf eine bestimmte Technologie, also zum Beispiel auf Machine Learning und dann habt ihr überlegt, zu welcher thematischen Fragestellung würde das passen oder war es eher andersrum, dass ihr erst die Idee mit dem Verpackungsmüll hattet und dann überlegt habt, mit welcher Technologie würden wir uns diesem Thema nähern. Also war es eher von der einen oder von der anderen Richtung? Könnt ihr das noch so einigermaßen zusammenpuzzeln, wie das war, als es losging mit der Idee?
Also ich glaube, wir hatten tatsächlich als erstes die Idee, dass wir irgendwie Verpackungsmüll erkennen würden. Mhm. Während dem Brainstorming hat sich das dann auch so rauskristallisiert, dass sich zwei Gruppen gebildet haben. Mhm. Eben wir drei, die das mit Machine Learning machen wollten und andere, die das durch Crowdsourcing machen wollten. Ich glaube, die präsentieren das später noch. Also rede ich da jetzt gar nicht so viel drüber. Also es war definitiv zuerst die Idee da und wir hatten dann schon Bock drauf, das mit Machine Learning umzusetzen, obwohl wir wussten, dass es extrem kompliziert werden würde. Und da würde mich jetzt aber nochmal interessieren, habt ihr überhaupt jemals schon was Machine Learning gemacht oder war das jetzt der erste Moment, wo ihr das mal angefasst habt und den Fuß ins Wasser gesteckt habt und gesagt habt, ah okay, so macht man das, das gehört dazu? Ja, also ich habe bei ein paar Jugendtech-Projekten schon ein bisschen was mit Machine Learning gemacht. Wir haben zum Beispiel 2017 den Dialektor gebaut, wo wir Bayerisch erkennen wollten. Ah, daran erinnere ich mich. Ja, das war ein sehr, sehr lustiges Projekt. Und da haben wir schon ein bisschen Kontakt mit Machine Learning gehabt. Allerdings waren das relativ allgemeine Use Cases beziehungsweise sehr binäre Sachen. Mhm. Ist es jetzt Bayerisch oder nicht? Und nicht eine Classification-Aufgabe, wo man wirklich ein komplexes Neural Network für braucht, um das umzusetzen. Und ist das dann bei Bildern auch nochmal schwieriger als bei Sprache einfach? Nein, Sprache ist definitiv noch mal schwieriger. Okay, alles klar. Und habt ihr euch auch Gedanken gemacht, was sozusagen die nächste Konsequenz wäre? Weil wenn man jetzt einfach erkannt hat, was für ein Score hat irgendwas, was man essen möchte, was folgt daraus? Also das ist ja erstmal, ihr würdet ja quasi ein Analyse-Tool zur Verfügung stellen. Gebt ihr dann auch noch eine Empfehlung weiter, sowas wie nichts benutzen, was unter 50 liegt? Oder? Ja, genau, das wäre dann so unser Plan für die Zukunft gewesen. Aber dass man den Nutzer darauf aufmerksam macht, wie viel Plastik da eigentlich dran ist, weil so ein Knoppers, das fällt eigentlich nicht auf, so ein kleines Papier. Aber wenn dann eben die App einem auch mal sagt, dass das eben ein echt hoher Score ist, ein niedriger, dann bereitet das nochmal mehr Aufmerksamkeit. Und dann würde man den Leuten nahelegen, einfach sowas vielleicht nicht zu kaufen, sondern sich was anderes zu suchen, was genau, nicht so viel Genau, man könnte schon direkt hat. Im Supermarkt das quasi schon abfotografieren. Cool, sehr gute Idee. Dann vielen herzlichen Dank für die Erklärung und danke nochmal für das schöne Projekt.